Hallo Leute, herzlich willkommen zu diesem Interview zusammen mit Damian. Moin Leute, Malik ist ein bisschen angespannt, nimmt das nicht übel. Guck mal, wer neben ihm sitzt, alles cool. Moin Leute, ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja, kein Ding. Hau raus, was willst du wissen? Ja, wir haben hier ein paar Fragen gesammelt. Ein paar Fragen werde ich auch einblenden. Gut, dann fangen wir einfach an mit den ersten Fragen. Was ist deine Nationalität? Meine Nationalität? Ich bin Europäer. Europäer. Oder ich komme gebürtig aus Polen, aber ich bin Europäer, ich bin Deutscher, ich wohne hier, ich lebe hier, mein Kind ist hier geboren, ich bin Deutscher. Du hast gerade Kind erwähnt, das heißt, du hast also auch eine eigene Familie? Ja, ich habe eine Tochter, 2 Jahre alt. Sehr glücklich mit Frau und Kind. Wie lange bist du schon am Trainieren? Bei mir ist das immer phasenweise. Weißt du, ich habe trainiert gehabt, dann habe ich wieder nicht trainiert gehabt, dann habe ich wieder trainiert gehabt, dann kam das mit dem Sport, man geprügelt hat es jeder mal und dann kam das dazu, dass man halt anstatt sich auf der Straße zu schlagen, dass er in den Ring fabriziert hat. Ist auf jeden Fall billiger und man bekommt mehr Geld hin. Und im Gym bin ich seit meinem 17. Lebensjahr oben am Schlagbaum. Immer zwischendurch mit Phasen, wo es Pausen gab, wo es keine Pausen gab. Ne? Ja. Wie alt bist du jetzt? 27, jung und knackig. Das kann man sich mal ausrechnen, 10 Jahre gut im Gym schon. Ja, also sieht jetzt nicht so aus. Ne? Ich habe jetzt 8 Monate nachgelassen nach meinem Kampf. Nicht 8 Monate, doch. 5 Monate nicht mehr, gar nichts gemacht nach meinem Kampf. Leider verloren, wie alle bestimmt mitbekommen haben, aber ich bin wie Phoenix aus der Asche. Dieses Jahr im Oktober geht's wieder und andersrum. Wo? Auch in Goslar wieder, ja. Ja, mir wurde dann noch die Frage gestellt von Yannick, wann denn deine T-Shirts kommen? Also mein T-Shirt ist ja eine sehr, 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 sehr lange Planung gewesen, hat auch leider was mit dem Ukraine-Krieg zu tun gehabt. Die Preise wurden höher und größer in Polen und mein Sponsor konnte sich das nicht mehr leisten. Die sollten eigentlich heute da sein, aber GLS, ihr kennt das, heute Morgen stand bei mir zwischen 12 Uhr und 14 Uhr. Jetzt steht bei mir 17 bis 17.30 Uhr. Da ich die leider heute nicht präsentieren kann, werde ich Malik auf jeden Fall 2 Stück, denke ich mal, zur Verlosung mitgeben. Und dann kann sich jemand über so ein T-Shirt erfreuen. Genau, mach mir schon das Gewinnspiel raus. Auf jeden Fall viel Glück schon mal im Voraus, oder? Wie bist du denn auf den Namen Zigane gekommen? Uff, das ist ein cooler Name, ne? Auf jeden Fall ein Boxer damals gewesen in Polen. David Kostecki hat auch den Namen Zigan, also nicht Zigano, sondern Zigan. In den Kreisen, in denen ich aufgewachsen bin, da waren halt so die stärksten Leute damals, so die Zigeuner. Und irgendwie hat man sich halt hochgearbeitet und ist dann auch so ein Zigano geworden. Und ist ein einfacher Name, macht was her und das ist das Wichtigste. Ne? Ihr feiert den bestimmt alle so, dann würdet ihr ja nicht fragen. Ja, das sieht cool aus. Aber Hauptsache der Shepard, der bleibt auf jeden Fall im Kopf. Ne? No home. Also cool, sind deine Haare. Wo gehst du denn zum Friseur? Ich war in der Türkei. Haartransplantation. Nein, Spaß, ich kann das Wort nicht mehr aussprechen. Nein, Spaß, Bruder, ich gehe hier bei Rocco. Ja. Seitdem die aufgemacht haben, bin ich da und sehr, sehr gute Jungs, kann ich nur empfehlen. Props an die Jungs. Geht hin. Will die auch auf jeden Fall gut tun. Ja, ich glaube, meine Seiten, sieht man das? Seiten auf Ziffern muss er machen. Ja, ich sehe ja so manchmal, wenn ich die markierst. Und du hast die Stories auf Insta, kennt man ja. Dann switch ich da manchmal durch. Da habe ich auch gesehen, du hast Sentino mal markiert. Was hältst du so von Sentino, musikmäßig? Musikmäßig, Sentino ist ein Babatip. Props an ihn. Deutsch, Spanisch, Polnisch, alles Mögliche. Ne? Er ist der König. Das wissen alle in Polen, das wissen alle in Deutschland, das wissen alle überall. Aber keiner will zugeben, weil er da private Probleme früher hatte. Ist auch scheiße gelaufen für ihn, aber man, Leute, jeder macht mal Fehler. Und Musik ist Musik und kein Privatleben. Auf jeden Fall, Sentino ist Baba. Merkt euch das. Die Musik hört sich gut an. Kann man sich einfach, ist für jeden was dabei. Außer ihr hört sowas wie Farid Bang und so. Sentino rappt halt nicht darüber, was er mit anderen Leuten, deren Mamas oder Papas macht. So, auch Sentino, was hörst du sonst noch für Musik? 18 Karat feiere ich unnormal. Und zurzeit Franzosmodo, so ein französischer Rapper. Das ist ein mega geiles Lied. 1000 Michi heißt das. Du kannst ja irgendwie irgendwas mit reinmachen, hört euch das an, ist auf jeden Fall mega geil. So an die Polen. Musik ist Kunst. Das sage ich immer wieder. Musik ist Kunst und wenn ihr realen Rap hören wollt, 18 Karat. Jeder, der Ahnung von Rap hat, der weiß, dass er real ist und dass kein Gelaber ist, so viel von den anderen Mimosen da. Wenn du Musik hören willst, wenn du im Fitnessstudio bist, 18 Karat. Wenn du Stress mit deiner Freundin hast, 18 Karat. Wenn es gut in deiner Beziehung läuft, 18 Karat. Wenn du FIFA zockst, 18 Karat. Was hält denn so du generell so von Polizei? Bruder, ein Leben lang, ne? 13.12. auf jeden Fall. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr seht das. Ich sage immer wieder zu jedem,
bist als Polizist nicht geboren, das war deine eigene Entscheidung. Und ich meine, wenn du ein Schaf bist, aber vorher dich entscheiden könntest, ob du ein Wolf bist, würdest du trotzdem Schaf sein? Wenn du die Entscheidung treffen könntest, Schaf oder Wolf, was würdest du nehmen? Ich bin Wolf. Ihr wisst, was ihr gemacht habt. Fehler oder das Ding? Ja, ganz schön hart. Ja, oder ganz schön hart, ne? Aber du musst auch sehen, jeder hat seine eigenen Erfahrungen mit Polizei gemacht. Wir sind nicht in Amerika, zum Glück für dich auch, ne? Oder? Zum Glück in Amerika. Spaß beiseite, Leute. Ich bin kein Rassist oder so, ne? Er weiß, wie es gemeint ist. Aber für ihn ist es besser, dass wir nicht in Amerika sind. Ihr kennt die Zustände. Und ich habe halt meine Erfahrung mit der Polizei gemacht. Ich war auch nicht immer unschuldig. Aber dadurch ist halt diese Meinung entstanden, die ich über sie habe. Weißt du, soll jeder sein Leben leben, aber die sollen mich in Ruhe lassen. Also ich werde auf jeden Fall kein Polizist. Von mir aus meiner Familie wird auch keiner Polizist und von meinen Freunden wird auch keiner Polizist. Du wirst auch kein Polizist. Ich werde auch kein Polizist, auf jeden Fall nicht. Die machen auch nur ihren Job, weißt du, was ich meine? Aber die übertreiben ein bisschen in manchen Situationen. Wir natürlich auch, um Gottes Willen. Wenn du eine Aktion machst, kommst du eine Reaktion, ist ja völlig klar. Egal wo du bist, egal was du machst. Und die sorgen ja auch irgendwie für Ordnung, ne? Was sind deine Meinung so von Malik? Wer ist denn Malik? Kenn ich nicht. Weißt du, so auf jeden Fall. Ja, ich muss mal überlegen. Ich habe mein Handy gerade jetzt nicht mit. Kannst du mir mal sagen, wer das war? Ja, Bruder, alles gut. Malik ist korrekt, der Junge, was er macht. Er wird seinen Weg schon gehen. Bisschen korrekter Typ, weil gleich. Ich kenne dich ja eigentlich gar nicht, ne? So, weißt du? Wir kamen irgendwie auf den Nenner und sitzen jetzt hier und das wird mega geil. Ich weiß, dass du weißt, dass die Leute wissen, dass. Auch wenn sie viel erzählen werden, viel sagen werden, weißt du, du sitzt hier mit jemandem, der sehr, 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 sehr nicht ins Bild von Klaus Zellerfeld passt. Bestimmt. Und ich will auch niemanden direkt ansprechen. Ich denke, ich kann mehr anderen jungen, vor allem Menschen auf den Weg geben als andere Leute, die es versuchen und tun und machen und andere Leute schlecht reden. Deswegen danke auf jeden Fall, dass du mich eingeladen hast. Ich hoffe, ihr nehmt euch das zu Herzen, was ich euch gesagt habe. Und geht euren Weg, nicht den kriminellen Weg. Heutzutage kommt ihr schneller in den Knast als damals, deswegen macht euer Ding, Leute. Du auch, Malik, vielen Dank, dass du das alles auf die Beine gestellt hast, dass wir das heute aufgenommen haben. Zieht euch das Ding rein und dann nehmt an seiner Verlosung teil. Genau.